femme, Arthur, est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Madame Goulou ist tätowiert vom Ausschnitt bis zum Spann. Und jeder, der sie engagiert, schaut sich die Bilder an. An einer Wand, da hängen Ehrensäbel. Und an der anderen hänge ich mich auf. Sesamo. Anderen geht es ebenso. Was man möchte so gern, liegt so fern. Raus aus dem Haus, ran an den Mann. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat keins, ja, dann wäre es doch viel besser gleich. Sie hat eins. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Meine Damen, wenn Sie sich das erst einmal nur mal im Kopf vorstellen können, dann können Sie es auch in die Tat umsetzen. Ich hab den seltsamsten Besuch. Heute erst kam Gaston Vogel auf. Er sagt, er schreibt von mir ein Buch. Wenn er es schreibt, fress ich ihn auf. Ich bin ein Vamp. Ich bin ein Vamp. Ich bin halb vertiert. Ich saug die Männer an. Aus. Ich mache Frikassee daraus. Mon Dieu, que c'est bête, un homme. Il me donne la même somme, exactement par mois. Et je fais croire à chacun d'eux que l'autre m'a donné le double chaque fois. Et ma foi, il me croit tous les deux. Mal liebe ich einen Jungen, auch mal einen alten Tor. Auch liebe ich platonisch. Zwar selten, doch es kommt vor. Oh, bin ich hysterisch. Eben lacht er, bums, da weint er. Und schon schreit er wie am Spieß. Er find's reizend, ich find's albern. Bitte sehr, wie finden Sie's? Ja, die Männer, ja, die Kenner sind ein Spielzeug, aber süß. Man muss den Männern sagen, dass sie klug sind. Denn darauf legen sie sehr viel Gewicht. Und dass sie ohne jeden schlechten Zug sind und nicht nur Mann, nein, auch Manns genug sind. Auf solche Lügen sind die Männer immer erpicht, jedoch die Wahrheit ertragen sie nicht. Wenn die Beleuchtung in der Bar am Abend schwül wird, wenn die Musik einen Slowfox spielt im müden Takt, kommt der Moment, wo mir am Körper ziemlich kühl wird, denn ich entkleid mich dabei nackt, laut Kontrakt. Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht nur noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na und denn? Und man sagt sich ins Gesicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und fügt sich doch und foltert und belügt sich noch. Man kauft sich einen Pudel und säuft zum Frühstück Sprudel. Man zählt schon keine Träne mehr und schmiedet keine Pläne mehr.
frag nicht, wie das Wetter ist und frisst, bis das man fetter ist. Le mariage est un échange des mauvaises humeurs le jour et des mauvaises odeurs la nuit. Überhaupt, 50% von den litzebuischen Koppeln, die geschieht. Tendenz schweigen. Mein Mann, der lässt mich sitzen, Gott sei Dank, im Mengt, das ging mich spitzen, aste krank, für wat will den sich trennen, juppai die, ma denk an neuer Pennen, ma da das Pech für sie. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen? L'immensité.